Heute will ich dich für eine sehr freche, aber leider oft funktionierende verbale Manipulation sensibilisieren. Wer sie bei dir oder bei uns selbst anwendet, der erfährt oft Dinge von uns, die wir so sonst eigentlich nie jemandem erzählen würden. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und wir beide, wir schauen uns jetzt ganz besondere Menschen an. Und zwar fast alle Menschen lieben Klarheit und das Vertraute. Unser Gehirn sucht in allem, was wir sehen und hören, immer nach ganz bekannten Mustern. Und vielleicht kennst du dieses Phänomen ja schon selbst, wenn wir in den Himmel schauen und plötzlich sehen wir überall irgendwelche Figuren. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn du jetzt hochschaust in den Himmel, dass du da oben eine Katze siehst. Und für mich ist es aber eher ein Hund. Und beide haben wir recht. Je nachdem, welche Muster oder Strukturen ich eben aufgrund meiner ganz persönlichen vergangenen Erfahrungen zuerst hier oben irgendwie sehe, das sehe ich. Und das Gleiche passiert übrigens, wenn du das hier lesen sollst. Hier sind drei Zeilen Text. In der ersten Zeile sind anstatt Buchstaben ein paar Zahlen mit reingerutscht. Und in der zweiten Zeile haben wir komplettes Chaos in der Buchstabenfolge. Und ganz unten in der letzten Zeile, da steht es richtig. Und trotzdem können wir alle drei Zeilen lesen. Warum? Weil dein Kopf auch hier wieder nach einer richtigen und bekannten Struktur sucht. Es muss sich gut, richtig und wahr anfühlen. Oder um es ein bisschen genauer darzustellen, dein Gehirn mutmaßt, was könnte es denn sein? Das sieht irgendwie komisch aus, kenne ich irgendwas? Schauen wir einfach mal auf mein bisheriges Wissen, meine Erfahrungen. Erkenne ich da irgendeine bekannte Struktur? Wir merken uns also, unser Kopf, der sucht immer nach der Wahrheit, nach der Klarheit und, wenn er sonst nur Chaos bekommt, nach Struktur. So, wie machen sich das jetzt andere Menschen zunutze auf eine negative Art und Weise? Mit der, wie ich sie nenne, Chaosfrage. Wenn du zum Beispiel die Mutmaßung hast, dass es bei deinem allerliebsten Nachbarn etwas in der Beziehung kriselt, du es aber jetzt nicht direkt einfach ansprechen möchtest und sagst, hey, was ist denn da los? Dann sorg für Chaos. Du Fritz, jedes Mal, wenn ich dich und deine Liebste sehe, dann denke ich mir, wow, also das hätte ich wirklich auch gern. Ihr wirkt jedes Mal, wenn ich euch sehe, so verliebt, als würdet ihr euch zum ersten Mal kennengelernt haben und es ist genauso wie der Tag 1. Ich würde sogar so weit gehen, ich glaube, ihr zwei habt doch bestimmt jeden Tag irgend so ein ganz liebevolles Ritual, oder? Habt ihr da sowas? Hast du da so einen Tipp für mich? Was macht ihr denn jeden Tag? So, und dein Gegenüber hat natürlich sofort den richtigen Blick auf das von dir angerichtete Chaos. Er erkennt sofort die eigentliche Wahrheit, die Struktur, den eigentlichen Tagesablauf, der eigentlich in dieser Beziehung jeden Tag ist und der ist völlig anders wie das, was du gerade dargestellt hast. Das war für ihn chaotisch. Und viele Menschen haben unmittelbar daraufhin, wenn sie dieses Chaos hören, dann den Drang, diesen chaotischen Behauptungen entgegenzutreten, das Ganze wieder klarzustellen. Du, Andreas, so rosig läuft das überhaupt nicht bei uns momentan. Und schon hast du es. Hier nochmal ein Beispiel. Du willst herausfinden, wie gut ein Bekannter in seinem Job verdient. Und vor allem auch, ob er mit seinem Gehalt zufrieden ist oder aber sagt, ach, das ist schon viel zu wenig. Dann steigst du mit den Worten ein, du Johannes, als Rettungssanitäter hast du ja eine unglaubliche Verantwortung. Das ist wirklich bewundernswert. Und ich kann mir gut vorstellen, das auch mal zu machen. Also ich habe wirklich auch schon recherchiert, das würde mich sehr interessieren. Ich will einen Job, das ist mir ganz, ganz wichtig, bei dem ich etwas Wichtiges mache und das aber auch entsprechend honoriert wird. Und sind wir uns mal ehrlich, Menschenleben zu retten, das ist ja eigentlich unbezahlbar. Kannst du mir den Job empfehlen? Da haben wir eins zu eins den gleichen Moment wie vorher auch. Und diese Technik wird oft dann benutzt, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Antwort bekommst durch eine normale Frage, als eher gering eingeschätzt wird. Und bei dieser Technik versucht dein Gegenüber jedes Mal wieder, dass du auf diese Frage antwortest, indem du dieses Chaos erkennst und sagst, das möchte ich nicht. Wie gehst du mit solchen Fragen um?
Der erste wichtige Impuls, nimm diesen Reiz, dieses unwohle Gefühl in deinem Herzen, in deinem Bauch, etwas klarstellen zu wollen, aber reagiere nicht blind darauf. Nimm es auf, atme einmal tief ein und aus. Und wenn du merkst, das Gefühl wird so ein bisschen angenehmer, wichtig ist, dann entscheide ganz frei, wie du agieren willst. Nicht reagieren, agieren. Nur eben nicht aus dem Impuls heraus. Die zweite Möglichkeit ist die ganz einfache, darüber spreche ich nichts. Und natürlich kann es jetzt hier vorkommen, dass wenn du nicht darauf antwortest, dass dein Gegenüber in dieses Nichtsagen irgendetwas reininterpretiert. Aber ganz ehrlich, das kann dir völlig egal sein. Abschließend der letzte Tipp, ignorieren. Du musst nicht kommunizieren, du musst nicht antworten. Wenn du nicht willst, dann schweige. Wie gehst du selbst mit solchen Chaosfragen um? Erinnerst du dich vielleicht sogar an eine, die dich wirklich genervt hat und du irgendwas dann klargestellt hast? Schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Dir hat das Video gefallen? Dann zeig mir doch dein bezauberndes Lächeln mit einem Daumen nach oben. Und wenn du Lust dazu hast, ab sofort gemeinsam mehr Freude am Reden zu haben, dann abonniere jetzt auch noch sehr gerne diesen Kanal. Ich freue mich schon von Herzen darauf, dich auch bei meinem nächsten Video hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir unendlich viel Freude am Reden. Dein Andreas.